Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Sims 4 100 Baby Challenge. Ja, meine Freunde, wir sind wieder hier in der 100 Baby Challenge und wir sind mal wieder in der Kartenübersicht. Und wir haben hier einmal die Penny, das wisst ihr ja. Ich habe mal in der Galerie geguckt und da ist nicht ein einziges Haus, was ich... Oder ihr habt Häuser gebaut und ich finde sie halt nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, hier hinten ist unsere WG. Und hier haben wir dann einmal ein Fitnessstudio. Ist ja nicht so, dass wir hier gleich auch eins haben, aber egal. Hier habe ich ein paar Männchen, 4 Männer einziehen lassen, die ich entweder selbst erstellt habe oder aus der Galerie geholt habe. Aber wir gehen jetzt erstmal zur Penny und dann werden wir sehen, was wir machen. Ich hoffe, das Kind kommt diese Folge noch. Ja. In der letzten Folge hat der Kühlschrank ja übelst rumgebackt. Ich höre gerade gar nichts. Ja, gut, da sind wir ja auch wieder. So. Sie, was machst du, meine Liebe? Ein Glas Wasser nehmen. So, es könnte jetzt jeden Moment soweit sein mit ihr. Ja. Mach mal. Ich will jetzt auch nicht zu oft vorspulen. Ja, unwohl wegen enttäuschendes Getränk. Ja. Was kannst du eigentlich mal essen? Also sonst nichts zu tun gerade, Mädchen. Ein Mädchen, ein Mädchen. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass wir Geld brauchen. Deswegen kannst du, wenn du gleich den Joghurt gegessen hast, einmal bitte hier, hallo? Gemälde malen, nach Vorlage malen, Pop-Art-Gemälde. Ja, eigentlich kannst du gleich, schreiben, schreiben üben, ein Buch schreiben, Kurzgeschichte. Also ich werde dieses, entweder werde ich dieses Haus umbauen, oder auch was anderes hinmachen. Und ich danke nochmal, ich bedanke mich nochmal an den lieben Zombie. Er hatte mir nämlich einen guten Tipp in der letzten Folge, also in der WG geschrieben, also unter dem Video von der WG der Freunde. Ja, dass ich die Spannung nicht so halt. Okay, es ist, wie soll das Buch heißen? Mache ich das jetzt anders? Wann kommt das Baby? Wann kommt das Baby? Das ist ein Sammlung und Kurzgeschichte. Okay. Ja, also Penny schreibt hier gerade über ihre Schwangerschaft, was sie so erlebt hat. Und ich hoffe, wir sehen... hallo. Mal einen von den Typs hier. Da läuft schon wieder, wer ist das? Bleib stehen, wer bist du? Achso, die schon wieder. Die ist aber auch überall, ne? Diese Nancy Landgraf. Grab. Ja, also, wir werden jetzt natürlich gucken, wie lange das jetzt mit dem Baby dauert. Und dass wir dann mal schauen. Dann bin ich am überlegen, wo ich das Kind hinpflanze. Machen wir mal ein bisschen schneller. So weit geht sie ja eigentlich gut. So, macht mal ein bisschen schneller. Dass wir das Buch heute noch fertig kriegen. Ja. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ja, egal. Ich hatte gerade hier im Zimmer bei mir eine monstermäßige... Ich weiß nicht, ob das eine Wespe oder eine Hornisse war. Auf alle Fälle war sie riesig und ich bin sowieso kein Fan von fliegenden Viechern. Okay, fliegen sowieso nicht, die sind ekelhaft. Aber das war schon extrem. Ja, dann geh auf Toilette. Geh auf die Toilette. Ich begleite dich. Junge Erwachsene. Wir können aber mal eben schauen, wen wir noch nicht haben. Also den,
Ja, Summer ist jetzt gerade nicht. Ja, mal schauen, was da so, was es so, was sich so ergibt in den nächsten Folgen und ja, schreiben, weiterschreiben. Wann kommt das Baby? Da kommt jemand. Wer ist das? Nein, da kommt keiner. Du sollst aufhören, Fernsehen zu gucken. Schreib noch ein bisschen, dass wir auch ein bisschen Geld kriegen. Und ich, ja, okay. Wie schon gesagt, also eine Wespe oder ob das eine fette Hornisse war, die war auf alle Fälle größer als mein kleiner Finger. Oh, das war ekelhaft, sowas. Ich ekel mich vor sowas. Ich ekel mich davor und kriege gleichzeitig in dem Moment Panik. So, komm, mach schneller. Level 4 der Schreibfähigkeit erreicht. Ja, gut. Du brauchst Social, ne? Glaube ich. Ja. Und Schlaf brauchst du umdringend. Oh, ganz dringend. Komm, wir schreiben das Buch nur eben zu Ende. Danach kannst du auch schlafen gehen, meine Liebe. Die Wehen haben eingesetzt. Die Wehen haben eingesetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nicht weggehen. Nicht schlafen. Eigentlich müsste es jetzt. Das Baby ist unterwegs. Ah, wohin? Stopp. Wo möchtest du hin? Ich hab gefragt, wo du hin möchtest. Möchtest du auf Klo? Oder ist es schon da? Die Wiege steht zwar da, aber da ist nichts drin. Ist off online. Ja. Hallo. Wirfst du jetzt oder immer noch nicht? Anna. Die lässt sich aber Zeit mit dem Baby. In den Wehen. Es kommt aber nicht. Ja, dann steh auf. Baby im Krankenhaus bekommen, Baby bekommen, Outfit ändern. Ach, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um uns ein bisschen umzusehen. Ich warte jetzt einfach mal. Was machst du? Chatten. Ich glaube, es ist soweit. Hallo, wohin gehst du? Boah, die dicke Bubis gekriegt, ey. Was machst du? Möchtest du heute noch dein Kind kriegen? Oh, ein gutes Thumbnail. Dann. Nein. Habe ich jetzt irgendwas geklickt? Ja, Penny, wird halt noch was? Hallo. Ich hoffe, du möchtest nicht, ne? Ich würde mal sagen, dann machen wir das jetzt ganz einfach. Ja, genau. Baby bekommen. Beeil dich, bitte. Die Zuschauer wollen es sehen. Das interessiert dich das überhaupt? Baby bekommen. Hallo. Hallo, möchtest du ein Baby bekommen? Oh, ist mir jetzt gerade voll warm. Ja, dann hör auf zu essen. Hör auf zu essen, Baby bekommen. Machst du jetzt? Kannst du bitte dein Kind heute noch bitte bekommen?
Bitte, danke, wäre sehr nett. Oder kommst du da nicht dran? Ah, hoffentlich wird das jetzt halt. Das war mir ja klar, dass die da wieder nicht drankommt. Ah, Sims-Logik. Drehe ich das halt um. Ich stelle mich schon mal hier in diese Position, sonst ist hier gleich alles vorbei, bevor wir irgendwas gesehen haben. So, jetzt Baby bekommen. Mädchen, wirf dein Baby, Mann. Der Gesichtsausdruck immer wieder, ne? Press, Mädchen, press, das schaffst du. Komm. Wir wollen das. Ein Junge. Ach, jetzt haben wir noch nicht mal den Namen. Ein Junge. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge. Penny hat soeben einen Jungen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du es nennen? Ich würfel einfach mal. Max. Ach, kommt ja gleich schon der erste Name, okay. So, unser Baby heißt Max Jones. Ich habe gedacht, es wäre ein Mädchen, weil da hätte ich nämlich schon einen echt coolen Namen. Der ist auch voll schön. So. Oh, stopp. Es geht nicht. Doch so. Penny liegt in Wehen. Guck mal, wie glücklich sie auch wieder ist. Oh, ein kleiner Max. So, gut. Sieht aus wie so ein kleines außerirdisches Kind, aber auch egal. So. Ja, und fängt gleich auch schon wieder an zu schreien. Nein, hör auf, Buch zu lesen. Also füttern, an die Brust nehmen, Windeln wechseln, Psst machen, reden. Glykosen. Ich glaube, das müsste dann auch reichen, ey. Oh, kleiner Max, brauchst mir warm, ey. Warum ist mich so warm? So, jetzt werden wir uns gleich schlafen legen danach. Ist ja nicht so, das Kind wird gerade auch schlafen. Dann kannst du bitte dann auch schlafen gehen. Nella. So, geh schlafen. Ist ja nicht süß. Ja, was? Wir haben schon wieder so früh. Mein Gott. Wir gucken mal eben, wie es mit ihrer. Ja, okay. Ja, Mami kommt. Schmutzige Windel wechseln. Füttern. Ein Brust nehmen. Dann kannst du mal bitte auf die Dann kannst du was verwenden, danach kannst du was essen, Reste nehmen. So, machen wir jetzt mal Stopp. Dann geht die Folge doch 20 Minuten heute. Yay, der Kleine ist da. Hallo, hallo Baby. Voll süß. Kann ich noch weiter runter? Nein, kann ich nicht. Der kleine Max. So. Morgen kommt auf alle Fälle die Sims 3 mit Familie Dracula. Und ja, warum, was willst du von mir, Handy? Geh mir nicht auf die Nerven, Mann. Wer will da was? Geht keiner was an. So. Ja. Ich glaube, danach könntest du auch mal den Herd sauber machen. Frühstück? Ne. So. Huch. Komm, ess. Guck mal nach dem Kleinen. Kleine ist glücklich. Dann rufen wir gleich mal jemanden an. Yay. Endlich ist der Kleine da. So. Mach das. Was du gerade auch immer wieder vorhattest. Kannst du schreiben, weiterschreiben. Dann kommt das Baby. Ja. Ist eigentlich schon da gerade.
Ja, oh, ich freue mich, das erste Kind in der 100 Babyjourney. Jetzt kann es erst richtig losgehen. Wie er da so liegt. Ohne Decke, ohne Kissen. Irgendwie ein bisschen komisch. So würde ich aber mein eigenes Kind nie da reinlegen wollen. Wenn dann schon mit Decke und Kissen und allem drum und dran. Komm, schreit ein bisschen schneller. Dass du das heute noch fertig kriegst. Dass wir vielleicht noch was anderes machen können. Was für eine Erfahrung, ja. Pudding im Orbit lesen. Ja, komisches Buch, aber auch egal. So, dann gehen wir mal selbst veröffentlichen. Wann kommt das Baby? Genau. Hör auf zu lesen, veröffentliche dein Buch. Danach kannst du mal jemanden anrufen. Wen rufen wir denn an? Das ist ein Teenager. Beim nächsten Mal gucke ich vorher, was, ob das Teenager sind. Den haben wir, der ist gerade Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch. Wen rufen wir denn an? Sollen Ben anrufen? Einladen auf aktuellen Grundstück abzuhören. Ja, Glückwunsch. Und ich komme ja auch vorbei. Wird gleich da sein. Yay. Er wird gleich da sein. Huch, eine primitive Lampe. Da ist er auch schon. Hallo. Bist du ein junger Erwachsener? Erwachsener. Ja, hallo. Wie unhöflich, warum bedienen Sie die... Ach so. Ja, vielen Dank. Ja. Und du, hör bitte auf. Freunde dich mit dem an. Freundlich. Tratschen. Mehr Auswahl, freundlich. Richtig kennenlernen, bevor man in eine Kiste springt. So, nach Tagfragen. So, bisschen schneller, danke. Dann gehen wir doch gleich in die Folge. Hände küssen. Ich glaube, das war ein bisschen zu schnell. Oh, ich muss mich alle entschuldigen. Nö. Nein, nicht, der haut schon wieder ab, der Penner. Nee, bleib nur bitte hier. Hör von meinem Computer rum, so ich bin. Ja, mal romantisch, Anmachspruch. Romantisch flirten. Hoffentlich funktioniert das. Oh. Sind wir mal ein bisschen nur Witz über Vampir erzählen. Oder ist er verheiratet? Eifersüchtig. Oh, der ist, ja. Mit Nadine Winter. Nadja Winter. Was machen wir jetzt? Natürlich versuchen wir es weiter, also kein Thema, kein Thema, kein Thema. Nicht vertagen, Florian fragen. Oh, dann geh, weißt du was? Dann sind wir mal freundlich zu dem. Mein Gott, blödes Arschloch. Ups, sowas sagt man nicht. Liebe Kinder da draußen, sagt sowas nie in der, auf der offenen Straße. Guck mal, wie es meinem Kind geht. Dem Kleinen geht nur super. Beschämt. Ja, ich nicht. Oder? Was macht ihr? Nickerchen machen. Ich wollte gerade sagen. Bist du wieder müde, meine Süße? Ja, du bist wieder müde. So. Und mal ein bisschen pennen. Bisschen Eier machen. Außer wenn dein kleines Kitty wieder schreit.
Du bist komisch, Junge. Aber egal. Dann suchen wir uns halt einen anderen Typen, Mann. Geh aus meinem Haus. Mach dich weg. So, du kannst bitte aufstehen, denn du brauchst jetzt auch nicht am PC gehen. Kümmere dich mal. Rede mal mit deinem Kind. Das Kind braucht Aufmerksamkeit, Likosen. Außerdem, jetzt stehst du mir im Weg, kleine Blöde. Egal. So. Was möchtest du noch machen? Möchtest du aufräumen? Möchtest du für mich arbeiten? Kriegst aber kein Geld dafür. Hä? Möchtest du bei mir arbeiten, mein Freund? Möchten Sie es? Sagen Sie es doch bitte. Sagen Sie ja oder nein. Ja. Ich hoffe, das hört man gerade nicht. Ja. Wenn ja, dann tut es mir halt leid. So, gut. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange die Aufnahme geht, aber egal. So. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns in einer nächsten Folge. Lasst doch gerne ein Abo, Like und Kommentar da und wir sehen uns in der nächsten Folge 100 Baby Challenge mit der Penny und dem kleinen Max und Ben Winter. Leute, wir kriegen den noch. Auf alle Fälle. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir sehen uns. Bis dahin, euer Flo. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.